Nochmal bitte? Ja, versuchen wir es mal nur mit Klick. Okay? Ich nehme ein Album auf und dann dachte ich mir, ja, ich will eigentlich gerne noch ein modernes Streichquartett irgendwie Stück schreiben, was auch nicht jetzt auf keinen Fall klassische Musik ist, eigentlich eher, naja, schon auch Dance Music natürlich irgendwie noch ist. Aber ja, es stellt sich schon die Frage, wie weit lehnt sich das raus? Also hoffentlich ganz weit. Ich schreibe dann was mit meinen Samples, wie ich mir das vorstellen würde. Und dann gebe ich das an das Streichquartett weiter. Die schreiben sich dann selbst die Noten raus oder wir machen das irgendwie über MIDI oder so. Mhm. Und wir telefonieren dann, was kann man spielen, was kann man nicht spielen. Was könnten interessante Stellen sein und ja, dann kommen wir hierher und hören uns das an und versuchen aber auch mehr dann eben zu erzeugen, als es hier auf dem Blatt steht. Es ist erstmal sehr Grundstruktur von dem, worum es geht, ja, also Harmoniewechsel oder Rhythmen und solche Sachen, ja. So. Bring mal her ein bisschen. Ja, finde ich gut. Ja. Darum, das, was ich so die letzten paar Jahre gemacht habe, also im Grunde an den Rand gehen so und mal gucken oder über den Rand gucken und dort Leute finden, die bereit sind, was auszuprobieren. Und jetzt geht es im Grunde darum, die alle an den Tisch zu bringen oder alle auf ein Album zu bringen. So, und da merkt man dann halt, ja, ja, manche Sachen gehen sehr gut zusammen, manche nicht so, das probiere ich gerade aus. Und ich habe es irgendwann mal auf meinem 50-Euro-Cello gespielt. Wirklich toll. ja. Indem ich mit dem Bogen auf die Saiten geschlagen habe. Das fand ich okay. Geil. Ich probiere das gerne mal. Schon eine ganze Weile, ja, und auch Plug-in-Synthesizer oder auch analoge Synthesizer habe ich sehr viel benutzt und ich war irgendwann interessiert an einer anderen Quelle, so einer anderen Soundquelle. So. Und dann stellt man fest, dass die akustischen Instrumente, wenn man sie toll aufnimmt, dann haben die eine irrsinnige Klangkomplexität, mit der man, wenn man die dann digital danach irgendwie verfremdet, dann ist es nicht so schnell vorbei, wie es oft mit digitalen Erzeugern ist. Ja? Also du verzerrst dann was, dann klingt es einfach nur noch merkwürdig. Und bis ein gut aufgenommenes Instrument wirklich merkwürdig klingt, dann kann man ganz schön viel machen. So. Und das finde ich gut. Ich sehe natürlich diese Leute, die da ihr ganzes Leben lang üben, an ihrer motorischen Intelligenz arbeiten, was sehr viel Einsatz erfordert. So. Die können Noten lesen, all diese Dinge, die ich zu der Zeit nicht konnte, als ich angefangen habe. Inzwischen kann ich da auch mehr. Also ich habe viel gelernt und man muss schon eine gemeinsame Sprache finden, um darüber reden zu können. Und man braucht ganz dringend auch offene Leute, die genau daran Spaß haben, Dinge zusammenzubringen. Ja, also irgendwelche Dogmatiker, von denen es viele gibt, in beiden Bereichen übrigens, das macht keinen Sinn. Ja, also du brauchst offene Leute und dann funktioniert es auch. Mehr? Das war schon mal gut. Ich glaube, du könntest noch ein bisschen stärker anschlagen. Ja. Der Raum da klingt fantastisch. Ja? Du packst einen Musiker mit seinem Instrument da rein, dann gibt es irrsinnig tolle Mikrofone, einfach das Richtige. Und dann setzt du dich hier rein und hörst dir das an und du denkst sofort, ja, das ist richtig, so wie es ist. Also ich muss nicht, ich muss da nicht lange dran rumbiegen. Es ist das, was es erzeugt Betroffenheit. So, darum geht es. Oh, 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 oh.
natürlich schon was aus und bietet es dann auch an, so, das habe ich oft hergestellt mit Samples, sodass die sich einigermaßen vorstellen können, was ich meine. Und ich stelle mir Folgendes vor, ja, und ich stelle mir aber auch vor, dass da noch mehr passiert. Also benutzt mal euer Vokabular oder das, was ihr zur Verfügung habt, von dem ich möglicherweise noch gar nichts weiß. Das ist eigentlich fast immer so, dass dann ich werfe da einfach was rein und wenn ich ganz viel Glück habe, dann kommt was zu mir zurück, was das ist, was ich in meinen Träumen erhofft hätte. Ja, oder vielleicht auch was ganz anderes.